So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns auf der Tomb Raider. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sind wir uns gegenseitig ins Wort gefallen? Servus. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Okay. Was hast du zu sagen? Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Da ist auch wer, mit dem kann man reden. Ich kann es nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Okay. Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. So, ich gehe jetzt aber nicht dahin. Bäume. Ah, ich bin voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Ich eine Hexe. Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz.
Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Es ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Hast du die Hinweise enträtselt? Macht doch Spaß. Du musst die Kinder irgendwie von diesem Ort wegbringen. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Warum? Sind doch alle gleich. Gib mir Bescheid, wo es sind, es sind mir el más grande amor por Jesús y María. Dafür habe ich nicht genug Platz. Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Alter. Wenn ein Dorf stirbt, dann nährt mich das. Alter. Und wieder mal so richtig deppert umeinander. Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Das muss. Ein Baum, eine Frucht oder irgendwas sein.
Nein! 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 Oh! Gut, es ist entschieden, das Rätsel wird vertagt, verschoben, nicht gemacht, wie auch immer. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das geht mir aber nicht aus dem Kopf. Einmal probiere ich es noch. Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da ist etwas. Ein Brunnen. Ja. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Ja, ein Brunnen, natürlich. Doch nicht so ein Noob. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt er etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Okay. Da ist das nächste Kreuz. Ah. Junge war. Für eine Reise? Forschung. Er studierte Inka-Steinmonumente. Es war wohl eher ein Hobby. Er hat das nie studiert. Klingt nach einem interessanten Mann. Das war er. Oh, tut mir leid. Schon okay, schon okay. Ich wollte nach seinem Tod nochmal herkommen. Und vielleicht sein Werk zu Ende bringen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber dann bin ich einfach geblieben. Etwas an diesem Ort zieht Menschen an.
und lässt sie nicht mehr fort. Lagerfeuer. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Gut. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Ach, ich hab's. Hallo? Oh. Ich wollte dich springen. Alter, das sieht man nichts. Isabella! Bist du hier drin? Dafür hab ich. Isabella! Jetzt müssen wir das nochmal holen. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. So, wie es weitergeht, sehen wir. Okay, das war nix.
Wie es weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Ich bin der Funky. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.